Scheint ja zum Glück nicht so riesig zu sein wie andere Gebiete. Bedeutet aber nicht, dass es nicht voller Gefahren sein könnte. Hi, Bär. Egal, ob ich jetzt böse spiele oder nicht, ich will keine Bären töten. Also ich will eigentlich so allgemein nichts töten, was ich nicht töten muss. Hi, Laurel. Oker. Oh, hier reisen diese Winde ist zu weitläufig, dass ich sie ganz allein vom Monster befreien könnte. Tag und Nacht kommen hier ständig Kreischlinge vorbei. Wollt ihr nicht hier bleiben und mir bei der Jagd helfen? Ja, wir würden euch gerne ein Weilchen zu euch gesellen. Ausgezeichnet, die Kreischlinge müssen gleich hier sein. Ihr solltet euch bereithalten. Ja, ich soll gegen Kreischlinge helfen. Kreischlingplage. Ja, ein Paladin namens Raoul hat mich eingeladen, beim fortwährenden Krieg gegen dieser Region gegen die Horden der Kreischlinge zu helfen. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum Kreischlinge sind wirklich eine Plage, von der die Schwertküste befreit werden muss. Vielleicht sehen wir uns wieder. So, das hat uns ein bisschen Erfahrungspunkte eingebracht. Was ist es diesmal? Ja? Ja, ich konnte Schlaf lernen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, was hat der Oger zu sagen? Du jetzt nicht stören, ich essen. Wir kämpfen, wenn ich fett glücklich. Okay. Ich kämpfe jetzt dann. Machen dich nach. Die schlagen dich zum Brei. Brei. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Nein, er tötet erstmal Kiki. Wo war mein letzter Save? Wie kann ich helfen? Hab kein. Warum denn ich? Ich will zermatschen. Männer sind so armselig. Kommt, nervt jemand anderes. Gut, einen normalen Ogre kriegen wir normalerweise auch ziemlich schnell kaputt gehauen. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. Und alles, was wir ihr geben, überlebt sie. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, damit haben wir auch den noch einen Oger weg, nachdem wir den Oger Berserker getötet haben.
Hi, Eichhörnchen. Ja, ich könnte die ganze Zeit mit dem Ding anrumlaufen. Gehen wir jetzt erstmal auf dieser Seite am Fluss entlang. Noch ein Ogre-Berserker. Ja, und ich glaube, Viziona bringt der... Du hast keine Zauber mehr, du kannst eh nichts. Schlag mal mit der Feuerklinge zu. Ups, so. Was hast du verloren? Was ist es diesmal? Gut. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Da ist das Flammenschwert ausgelaufen. Ach je, wer hat den Eisbären eingeladen? Wie wäre es damit, Dreckskerl? Dieser Zwerg, na, warum denn ich? Jai Kales, komm in Ordnung. Wie kann ich helfen? Ich. Okay, jetzt müssen wir kiten. Aber hat gegähnt, eine Stufenabstieg gegeben. Komm, nervt jemand anderen. Stufenerhöhung. Ich würde ihm erstmal gerne Einhand. Also Kampfstilwaffe mit Schild geben. Wie kann ich helfen? Und dann müssen wir mal wieder rasten. Olaf Sa? Worum geht es diesmal? So, und dann hoffen wir einfach mal, dass wir nicht mehr sowas Garstigen begegnen wie auf dieser Map. Wie kann ich helfen? Worum geht, wie ihr wünscht? Was ist mit dir? Oh, den Göttern sei Dank, dass ihr vorbeikommt. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Bär und der kommt mir. Bitte, haltet ihn auf. Ich gebe euch alles, was ihr wollt.
Ich habe gerade in der Wildnis einen einsamen, vängstlichen Händler getroffen. Er ist ein Bären, der scheinbar die andere Seite einer Brücke für sich beanspruchen wollte, nur knapp entkommen. Meine Güte, danke Leute. Da habt ihr mich fast erwischt, wenn ihr jungen Trampel euch nicht eingemischt hättet. Hier, falls ihr noch eine Weile in die Berge zieht, könnt ihr vielleicht ein paar bessere Stiefel gebrauchen. Was mich betrifft, so würde ich nicht einmal hier bleiben, wenn ich dafür bezahlt werde. Stiefel. Kältewiderstand. Ja, von mir aus. Zurloks Stiefel, die brauchen wir nicht unbedingt identifizieren. Haben wir sonst noch irgendwas nicht identifiziertes? Nein, dann identifizieren mal die Formel. Yay, Versteinerungsfluch. Kann also verkauft werden. Ja? Wie kann ich helfen? Ich selber habe ja kein Identifizieren, nein. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Jared und der Bär. Ich habe Jared erzählt, dass ich den Bären erschlagen habe. Nachdem er die Neuigkeiten erfahren hat, blieb er nicht lange bei uns. Mhm. Kampfhunde. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey, Stufenerhöhung für uns. Gut. Stufenerhöhung. Zusätzliche Waffenfähigkeit. Ups. Zauber des zweiten Grades kriege ich einen. 8 Trefferpunkte, 10 Sagenkunde. Okay. Langbogen. Und im Fall, dass wir mal einen guten Bogen finden. Oh, ich habe auch fast keine Munition mehr. Hm. Gut, dadurch können wir die goldenen Pantalons jetzt identifizieren. Die goldenen Pantalons haben sicherlich die Anfänge unseres Reiches erlebt. Allerdings muss man hervorheben, dass sie diese Gründungszeit durch ihre schiere Anwesenheit wahrnahmen und nicht mit irgendwelchen rudimentären Augen sahen, die vielleicht durch eine Gesäßtasche hervorgelugt hätten. Während Zähne und andere unwahrscheinliche Extremitäten verborgen geblieben wären. Es ist sicher, dass die verschiedenen Besitzer der Pantalons das allgemeine Fehlen von beliebten Fingern bzw. Zehen sowie Sehorganen bezeugen können, wie dies auch durch die Unversehrtheit der Würde und Privatsphäre ihrer jeweiligen Gesäße belegt wird. Längst vergessene Pantons berichten von Beinkleidern wie aus Metall und doch weich an den Schenkeln. Während es einfach scheint, die anscheinend zwingende Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Hosen erst mit dem Untergang Nessaris zu ihrer wahren Größe heranwuchsen, muss angezweifelt werden, dass die Pantalons wirklich die Kleidungsstücke sind, von denen berichtet wird. Man begreift diese auf falsch zitierten Verse nur dann, wenn man das Pantechnikon kennt. Ein antiker Basar, der wegen seiner silbernen Pantaletten berühmt war. Sie mögen von weisester Machtheit gewesen sein, doch keineswegs aus Gold. Zurzeit soll es auch vernickelte Unterhosen geben, jedoch sind die am Hafen ansässigen Unternehmen, die diese Artikel anbieten sollen, nicht bekannt und daher kann nichts Näheres darüber berichtet werden. Der Zweck der Pantalons ist nach wie vor rätselhaft und dies wird wahrscheinlich auch so bleiben. Es sei denn, der Schöpfer der Pantalons kehrt irgendwann zurück. Allerdings lassen sich ein paar Eigenschaften auch durch eindringliche Begutachtung erkennen. So ist etwa der Zwickel in erhebender Qualität ausgeführt, was dem Pantalon seinen schwebenden leichten Sitz verschafft und ihnen einen von allen Seiten wohlgeformten Schnitt gibt. Damit würde wahrscheinlich jeder Träger und jede Trägerin an Selbstvertrauen gewinnen. Es kann jedoch sein, dass die geistigen Fähigkeiten unter den anhaltenden Selbstüberschätzungen leiden. Daher sollten Pantalons nur mit Vorsicht getragen werden. Mhm. Und ja, es gibt keinen Hosenslot.
Gibt einen Rüstungsslot. Wo sind der eigentlich bei mir? Da oben wäre der, aber nichts. Wie kann ich helfen? Kann das nicht tragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht habe, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Gerne, Nera. Was kann ich für euch tun? Oh, jetzt kommt's. Was würde es mich kosten? Einen Arm oder ein Bein? Beides ist im Hinterkopf. Ich will nichts davon hören. Na, fragen wir sie mal. Zuerst rannte ich voller Angst fort. Aber dann begriff ich, dass ich einen Weg finden musste, die unglückseligen Nebenwirkungen meiner ansonsten beeindruckenden Zauber zu verringern. Klingt nach einer guten Idee. Sind unglückselige Nebenwirkungen nicht das Hauptmerkmal unbändiger Magie? Und was macht eure Zauber so beeindruckend?